Es regnet. Und genauso heißt dieses Spiel auch Rain nach der Puppenspieler, das nächste tolle Sonderprojekt von Sony, würde ich es mal nennen, weil es schon ein bisschen was Innovativeres ist als das nächste God of War. Erklär mir mal ganz kurz, Sascha, warum es so toll ist. Warum es so toll ist? Vor allen Dingen wegen der grandiosen Story. Es hat wirklich eine ganz eigene Atmosphäre. Es ist eben pausenloser Regen. Und das Ganze wird sehr melancholisch, ruhig erzählt. Das finde ich ziemlich schön eigentlich. Um was geht's denn? Also wahrscheinlich nicht um den Kachelmann und um schlechtes Wetter, sondern... Nee, es geht um diesen kleinen Jungen, den wir hier sehen. Der sieht von seinem Kinderzimmerfenster aus, wie ein Mädchen von einem unsichtbaren Monster verfolgt wird, die eben nur im Regen sichtbar sind. Folgt den beiden und gelangt dann in diese verregnete, dunkle Welt und versucht einfach nur herauszufinden, was los ist. Und der Gag ist eben der, dass eben die Objekte und auch eben die Figuren durch den Regen erst sichtbar werden, richtig? Dann die Objekte nicht, aber die Figuren auf jeden Fall. Und spielerisch erwartet mich ein Adventure mit ein bisschen Hüpfen. Also. Mit ein bisschen Hüpfen. Mit ein bisschen Hüpfen, habe ich gesagt. Ach so. Und warum werde ich hier verfolgt? Genau, das ist dieses Monster, das auch das Mädchen verfolgt hat. Und da sieht man auch gleich eine Mechanik. Wenn man nämlich im Trockenen ist, können einen die Gegner nicht sehen. Sie können dann aber weiterhin hören und logischerweise auch, wenn man Gegenstände rumschiebt. Deswegen muss man das alles so ein bisschen abpassen und ein bisschen warten auch mal. Also wird da auch gar nicht gekämpft oder Nein. Ich bin nur immer am Flüchten oder mich verteidigen? Genau, du bist nur am Flüchten. Also du kannst dich nicht verteidigen. Es gibt keine Attacken, es gibt keine Kämpfe. Wenn ein Gegner das Mädchen oder den Jungen berührt, ist er sofort tot. Und warum werden da immer so Einblendungen angezeigt? Hier, er war dem Geschöpf entkommen und so. Ist das so ein Erzähler dann dabei oder was soll das? Ein wirklicher Erzähler ist nicht dabei. Es ist quasi die Storypräsentation. Es gibt so ein paar geskriptete Ingame-Sequenzen aus der Spielgrafik. Aber so richtige Zwischensequenzen gibt es eben nicht. Stattdessen sieht man halt so Textzeilen, die ziemlich schick, wie ich finde, in die Spielwelt einfach eingeblendet werden. Die stehen dann auf Mauern oder auf Felsvorsprüngen, auf irgendwelchen Kanten. Das ist jetzt zum Beispiel eins dieser Rätsel, wo man auch mal ein bisschen warten muss. Wie gesagt, es ist sehr, sehr ruhig erzählt, sehr, sehr melancholisch. Ich finde es ziemlich cool gemacht eigentlich. Ist aber auch spielerisch eher ruhig, oder? Also es sieht jetzt nicht so aus, ob da die große Action abgehen würde. Nee, wirklich. Also man hat manchmal ein Rätsel unter Zeitdruck, dass man schnell wegrennen muss, dass man schnell eine Tür öffnen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr langsam erzählt. Und diese grandiose Story oder spannende, melancholische Story hat ja auch eine tolle Auflösung, da eine überraschende, oder geht das einfach so vor sich hin? Nee, das hat schon eine Auflösung. Es hat, ich verrate nicht, ob Happy End oder nicht Happy End, aber es hat eine Auflösung. Und die erklärt zwar nicht alles hundertprozentig, was passiert ist, aber sie wirkt sehr stimmig und passend zum Spiel. Da läuft ein Schlüssel. Richtig, man ist unsichtbar im Inneren, habe ich ja schon gesagt. Und hier sieht man mal ein Koop-Rätsel. Später findet man eben das Mädchen und kann mit ihr so ein paar Koop-Rätsel lösen. Ein anderer Spieler kann das Mädchen nicht übernehmen, das macht die KI. Und dadurch werden die Rätsel halt ein bisschen komplexer, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel lebt vor allem von seiner Story, von der Atmosphäre und von so ein paar innovativen kleinen Ideen. Also wird das feuchte Mädel automatisch gesteuert oder kann man ihr auch Befehle geben? Nein, das wird automatisch gesteuert, man kann sie an ein paar Stellen hochheben, aber da kommen sie dann von selber zugelaufen. Auf das andere gehe ich jetzt mal nicht ein. Nun gut, aber worauf ich eingehen möchte, ist, dass es ein PSN-Titel ist und dementsprechend wahrscheinlich auch recht günstig und somit lohnt sich es doppelt und dreifach, oder? Auf jeden Fall, also es ist wirklich, wirklich schöne Geschichte, schönes Gameplay, es wird schön erzählt, es kostet nur 13 Euro. Also wer einen PSN-Account hat, sollte sich es eigentlich auf jeden Fall zulegen. Dem ist nichts hinzuzufügen.